Es geht darum, einen gemeinsamen Stoffverteilungsplan zu erstellen. Ich bin jetzt im Klassenteam der 11. Klasse, Mathematik, 11. Klasse, und das ist eine Excel-Tabelle. Die kann ich auch größer machen und kann die Ansicht so machen, dass ich einen Überblick über das ganze Jahr habe. Und hier steht eben, ich sollte am 12. April bei Kapitel 6 sein. Das ist also nur so ein grober Überblick erstmal, aber das lässt sich natürlich auch, das lässt sich beliebig fein machen. Jetzt schalte ich wieder auf kleiner und erkläre, wie man dazu kommt. Man könnte auch diesen Kalender nehmen. Ich persönlich bevorzuge den Stoffverteilungsplan als eine übersichtliche Excel-Tabelle. Also, ich gehe jetzt ins Klassenteam 6. Da ist noch alles leer, da störe ich niemand. Als Datei brauche ich diese Excel-Tabelle. Die lade ich hoch, Datei. Und habe sie, ich nehme die, genau, Open. Es dauert ein bisschen. Jetzt gehe ich auf Plus. Ich möchte es sehr bequem haben und diese Datei, die hier ist, als Link setzen. Stoffplan. So. Und speichern. Und das war es eigentlich schon. Also wenn jetzt jemand in das Klassenteam der 6. Klasse geht, findet er diesen Stoffverteilungsplan und kann den bearbeiten. Und in der 7. Klasse ist er noch nicht, da gehört er noch hinein.